Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 Online und zwar heute ein nachkommentiertes Gameplay, was ich erspielt habe auf auf was eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf der Map Los Santos und Plain County, exakt, genau. Und heute mal mit dem besonderen Thema, was ich heute vorbereitet habe. Macht Geld glücklich. Und zwar, jeder hat doch eigentlich den Traum, irgendwie mal reich zu werden oder viel Kohle auf dem Konto zu haben. Und viele denken immer noch, dass Geld glücklich macht. So, also, wisst ihr, als ich angefangen habe mit meiner Ausbildung, hatte ich 200 Euro zur Verfügung. Und ich habe mir immer vorgestellt, boah, wie das wohl wäre, wenn ich 1000 Euro netto hätte. Oder 1400 Euro netto oder 1500 Euro netto. Und jetzt habe ich das, jetzt verdiene ich so viel Geld. Und ganz ehrlich, ich bin weder glücklicher noch unglücklicher. Nein, ich habe eher Sorgen. Eher Sorgen und Ängste, weil so viel Kohle ist auch nicht unbedingt schön. Geld hat mich noch nie glücklich gemacht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Geld macht zufrieden, Geld macht sorglos, aber Geld macht weder glücklich noch irgendwie ist es cool. Ne? Am besten verdient ihr mal euer eigenes Geld. Natürlich, der erste Lohn ist richtig geil. Ihr habt eure 1000 Euro in der Hand, am besten noch ein 50-Euro-Schein, so ein dünnes Bündel, Alter, und ihr fühlt euch wieder King. Hey, das Geld ist nichts wert, Alter, ehrlich. Ich meine, ich zahle allein 800 Euro. Jeden Monat für Wohnung, für Strom, für Gas, für Kredit. Ich tilge ja eine Wohnung zurzeit sehr viele Jahre lang. Und ich denke, das ist das Sinnvollste, was man mit seinem Geld machen kann. Es ist besser, als das Geld jetzt irgendwie auf der hohen Kante zu versauern zu lassen. Ne? Ich habe mir gedacht, okay, hey, ich kann mit Geld nichts anfangen. Bevor ich mir jetzt wieder so einen Schrott kaufe, irgendwie Abfall, irgendwelche Technikprodukte, die ich sowieso nicht brauche, die ich nach einiger Zeit sowieso wegschmeiße oder keine Ahnung was, kaufe ich mir gleich was Sinnvolles und kaufe mir eine eigene Wohnung. So einfach ist das. 107.000 Euro, bam, Kredit, bingo, und das hat sich getan, ne? Ich habe nicht viel zum Leben, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht mehr viel, aber ich habe auch nicht unbedingt mehr als jetzt in der Ausbildung, ne? Ich einfach eine eigene Wohnung schon immer haben wollte, als Sicherheit. Und ja, wenn die in 25 bis 30 Jahre dann abbezahlt ist, dann fängt wahrscheinlich mein Glück erst an, ne? Noch bin ich nicht glücklich. Wie steht ihr zu dieser ganzen Sache? Findet ihr, Geld macht glücklich? Ja gut, ich habe mit Geld eine PS4 gekauft. Macht die PS4 mich glücklich? Nein, GTA 5 wird auch nach einer Zeit langweilig, ganz ehrlich. Ich hatte auch mal dazwischen eine lange Phase, wo ich GTA 5 gar nicht mehr gespielt habe. Ich kann es jetzt zum GTA 5 zum Beispiel, schaffe ich gar nicht mehr, 2 Stunden am Stück durchzuzocken. Schaffe ich nicht mehr, wird mir einfach zu langweilig. Online, okay, geht's noch ein bisschen, aber Singleplayer, ist einfach langweilig geworden. Und jedes Spiel, was man mal gehypt hat, ob das jetzt ein World of Warcraft ist oder ein League of Legends, jedes Spiel wird irgendwann mal langweilig. Jeder Camcorder, jeder Fernseher, jede Spielerei, die man mit Geld kaufen kann, selbst ein Ferrari, wird einen nach einiger Zeit langweilig und man ist gesättigt, man hat einfach keinen Bock mehr, ne? Und viele Millionäre haben einfach keinen Bock mehr zu leben, die bringen sich teilweise um, machen Suizid. Warum? Weil sie einfach alles haben, sie haben kein Glück mehr im Leben und das Glück, das gibt es nicht mit Geld zu kaufen, und das gibt es gratis, ne? Ne? Rausgehen, eine Runde spazieren gehen, ein bisschen frische Luft atmen, das ist natürlich das Leben. Und nicht im Ferrari hocken oder neueste Gaming-Monitore kaufen, sein ganzes Geld dafür ausgeben. Also, mit Geld kann man viel machen, man kann sich viel kaufen, aber das Glück kann man sich mit Geld nicht kaufen. Das ist eine Lüge, die verbreitet wird, sieht man ja auch an den Technikgeräten. Die werden nach einer Zeit langweilig. Natürlich, boah, ich habe das iPhone 6 gekauft. Geile Scheiße.
Ja, nach 5 Wochen ist das iPhone verdammt nochmal langweilig. Man hat sich an das Teil gewöhnt, und der Glücksmoment ist weg, ne? So ist das halt. Mit dem ganzen Geld und was man so davon kauft. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, dass Geld nicht alles ist im Leben und das solltet ihr wissen. Wenn ihr mal im Berufsleben seid, dann solltet ihr solltet ihr froh sein, einen Job zu haben, eure Miete, dass ihr eure Miete bezahlt, euren Strom bezahlen könnt, dass ihr euch was zu essen kaufen könnt. Das ist das Wichtigste im Leben, dass ihr eure Steuern bezahlen könnt, weil darum geht. Das ist nämlich das, wo mich auch ein bisschen stolz macht, zu arbeiten. Ne? Ich zahle gerne Steuern, ich arbeite gerne, weil Arbeit macht in meinen Augen mich glücklich, da ich so viel essen kann auf meinem Arbeitsplatz, wie ich möchte. Das ist auch so ein guter Vorteil, wo ich habe als Koch. Und das ist einfach das, was mich glücklich macht. Der Feierabend macht mich glücklich, wieder was geschafft zu haben, ordentlich gearbeitet zu haben. Und dann morgen wieder anzufangen, das ist für mich Glück. Dass dem Gast was geschmeckt hat, was ich gekocht habe, das ist für mich Glück. Und nicht meine 1500 Euro netto, die ich habe, das macht mich nicht glücklich. Ganz ehrlich, YouTube Money macht mich auch nicht glücklich, macht mich gar nichts glücklich. Mich macht nur glücklich, ihr wisst schon Bescheid. Solche Sachen machen mich einfach glücklich. Hey, haut auf jeden Fall rein, was macht euch glücklich? Macht euch Geld glücklich? Ich glaube nicht, oder? Es macht zufrieden. Und das ist alles. Haut rein und ciao.